Ja, und mir geht's hervorragend. Und mir geht's hervorragend. Es ist immer wieder schön, in dieses Land zu sein. Es ist immer wieder schön, weil das Maß ist voll zu sein. Und es ist immer wieder schön, bei Roland Donner zu sein. Ladies and Gentlemen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer. Heute Abend zu Gast Lea Eickhoff, Freilicht AG. Applaus! Das Maß ist voll. Und Yvonne der Barg, mittlerweile schon zum dritten Mal hier. Wow, danke, dass du da bist. Und hier ist er. Sven Otke, welcome. Und nun begrüßen Sie mit einem donnernden Applaus Ihren Moderator, Roland Donner! Let's get it to Rumble! Oh. Oh. Wer kennt das Lied nicht? Einer. Was ganz Seichtes heute. Was für Herz und Seele. Willkommen, liebe Leute, hier bei Willemars. Ich bin mir ziemlich sicher, wir kriegen heute Spaß. Denn heute ist Geburtstag, exakt genau 4 Jahre. Ich frage euch nun alle, wer war denn damals da? Ich? Ich nicht. Du nicht? Ich war nicht da. Bam, bam. Alles läuft so, wie es soll. Der Axel, Gerd und Ludger, die haben heute eingeladen, an diesem Mittwochabend, da kann ich schaden. Riesengroßes Danke an Familie Maas. Wir sind uns ziemlich sicher, wir kriegen heute Spaß. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll. Zum 4. Mal in diesem Jahr. Okay, beim letzten Mal war es nicht ausverkauft, aber ihr habt eine riesengroße Stimmung gehabt. Und im nächsten Jahr geht's weiter. Und heute feiern wir erstmal Geburtstag. So toll. Melvin Schulz, genannt Mellingmann. Der Hammer, der Bursche, oder? Der ist der Hammer. Junge, müssen wir nicht nur deiner Stimme helfen, sondern dem Kabel, Melvin, oder wie sieht's aus? Ich weiß das doch nicht. Okay, aber erstmal musst du, alles Gute zum Geburtstag, 4 Jahre. Ja, danke. Ja, wir sind zum 16. Mal hier. Sieht gar nicht so aus, ne? Ich sehe sehr viel älter aus. Aber du warst 15 Mal dabei. Ja. Und wir sind beim 16. Mal heute hier zu Hause. Was trinkst du? Wenn du jetzt einen Stolperknaben trinkst, Melvin, dann wird das ein Kracher für deine Stimme. Meinst du? Einverstanden? Komm, ich unterstütze dich. Ja. Gar wie zwei Stolperknaben. Gibt's, wo? Ah, das ist er nicht. Hör mal. Als hätten das ist ja wie abgesprochen. Ja, dann würde ich sagen, Hip-Hop, Rinnenkorb. Ja, bisschen näher. Okay, also Hip-Hop, Rinnenkorb. Ne? Vier Jahre und danke. Und danke an das Publikum, sonst hätten wir das nicht weiterführen können. Und natürlich an die Sponsoren, aber da kommen wir gleich noch weiter. In einem Schluck durch, ja? Oder? Thema ist durch. Boah, kriegst schon wieder Hyperventilation. Ist schon viel besser, danke. Ist schon viel besser. Melvin. Nimmst du mir das Glas noch ab, bitte? Ja, nehme ich dir gerne ab, ja. Irgendwie eine Cola hier vorne haben, bitte. Melvin, geht's? Ja. Ja, er wusste das natürlich nicht, wie das schmeckt. Oh, aber Melvin, da kannst du mal sehen, wie es mit den letzten 3 Mal gegangen ist. Ja, Respekt. Respekt, ne? Aber und du machst das immer wieder, ich verstehe nicht. Ah, ich auch nicht. Ja, irgendwann muss man, wie dem auch sei. Melvin. Oh, der ging ein bisschen in die Bronchien, aber. Melvin, du musst jetzt ein bisschen aufpassen, ne? Ich bin dabei. Ne? Ich musste mich gerade löschen, sorry. Was ich noch erzählen möchte, ist, meine Frau und ich haben vor 14 Tagen Urlaub geplant.
Und dann habe ich gesagt, was machen wir? Ja, Italien, sagt meine Frau, ist eigentlich ganz interessant. Ich sage, weißt du was, machen wir ein bisschen günstiger. Machen wir Ferienwohnungen. Ja, sagt sie, war sie auch völlig d'accord. Ich rufe in Italien an und habe gesagt, ich hätte gerne oder wir hätten gerne für 14 Tage eine Ferienwohnung. Aber wichtig ist mit TV. Wir wollen ja die Weltmeisterschaft gucken. Und dann hat er sofort aufgelegt. Also so Rotzfrechheit, nicht sofort aufgelegt. Ich erzähle meiner Frau, und das gibt's doch wohl nicht. Ich sage, Schatz, ist kein Problem, wir rufen jetzt in Holland an. Okay, ihr Lieben, ich freue mich, Sven Ottke begrüßen zu dürfen gleich. Wir freuen uns, Yvonne de Barck begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns, Lea Eickhoff mit interessanten Sachen. Ja, oh, mit Fanclub. Oh, das macht schon Spaß. Aber ich möchte, und das ist ganz, ganz wichtig, ich möchte mich vorab hier schon mal bedanken, erstmal für die 16 coolen Shows, die wir hier machen durften, mit den vielen Sponsoren und fast durch die Reihe weg von Anfang an, nicht alle, aber es waren dabei der Fachdienst Kultur mit der Stadt Dienstlaken und natürlich auch ganz stark supported von unserem Herrn Bürgermeister. Und ich möchte da nochmal einen Riesenapplaus bewirken, weil es geht nächstes Jahr weiter. Die Sparkasse, also die niederrheinische Sparkasse, Rhein-Lippe, NISPA, jetzt ganz kurz. Und auch da möchten wir uns nochmal ganz herzlich bedanken, dass das möglich ist. Generalbevollmächtigter Herr Hofacker ist heute da. Vielen herzlichen Dank. Bringen Sie das dem Vorstand auch nochmal bei, dass das auch nicht eine schlechte Entscheidung war, nächstes Jahr weiterzumachen. Vielen herzlichen Dank an die. Da ist er, da, Herr Wagner, jetzt sehe ich Sie. Ah! Hat er den Generalbevollmächtigten immer nach vorne geschoben, ne? Ja, okay. Das ist an euch, ne? So. Ja, dann hat auch mitgemacht und macht, zumindest war die Aussage, Roland, das hätte ich schon fast gesagt, Roland, das schaffen wir schon, das hat er nicht gesagt. Marc Helmich hat gesagt, das kriegen wir schon hin. Vielen herzlichen Dank an die Helmich-Gruppe, die mitgemacht hat und mitmachen wird. So, und ihr habt jetzt immer gesehen, da ist natürlich jetzt auch hier der kleine Werbeblock. Pico Cosmetics ist diesen Jahr zum vierten Mal dabei und macht nächstes Jahr wieder mit. Also, das ist für euch zu mitnehmen. Einfach mal öffnen, mal gucken. Ist was für die Figur, für den Tang. Ne? Also, da nochmal herzlichen Dank an Stefan und Verena von Pico Cosmetics. Wieder dabei. Ganz fantastisch. Und nichtsdestotrotz, am Anfang möchte ich direkt auch nochmal direkt die Werbetour weitermachen. Ich bedanke mich natürlich bei Melvin, unserem tollen Pianist. Denn ich weiß, am Schluss geht das echt auch unter. Melvin, unser Pianist, zum 15. Mal dabei. Axel, Ludger und Gerd, die das hier toll unterstützen, natürlich mit der Familie Maas. Eine ganz fantastische Sache. Großen Applaus. Sein Team natürlich, Gabi und Co. und Sani und Peter, der Hausmeister. Technik und Licht, Marius Füssel schon. Kamera, Kai Dauvermann. Fotos, Facebook, Dirk Pöter. Da wird er was, wo ist er? Wo ist der Fotograf? Dirk Pöter. Den haben wir auch noch. Da ist er. So, da werden wir auch einiges sehen. Agentur Goldenhaus dabei, Im Quadrat, Weinrestaurant zur Alter Apotheke, Friseur Schürmann, die Vorverkaufsstellen, der Türsteher. Ich weiß nicht, wen ich noch alles vergessen habe. Ich hoffe keinen. Wenn nicht, dann möge man mir das bitte sagen. Und jetzt möchte ich noch mal zum Schluss, Familie Maas, ist die hier in der Nähe? Ist die vorne oder ist die ganz? Werner Maas? Wo ist der? Der Werner. Werner, kommst du mal bitte ganz kurz nach vorne? Ja, das möchten wir doch noch mal, denn damit fing ja auch alles an. Wir möchten dir und deiner Frau herzlich danken, dass du das unterstützt hast, dass wir dabei sein dürfen und dass es wieder weitergeht und dass du auch so großen Wert darauf gelegt hast, dass das Format an die neuen Pächter übergeht und dass es weitergeht. Und wir wollen eigentlich sagen, das habt ihr euch verdient. Danke, lieber Werner Maas und liebe Rosemarie. Dankeschön. Ich finde, das hat er sich verdient, dass wir einen darauf trinken, oder? So, aber so sind wir natürlich nicht, so frech. Ja, ein toller Empfang. Ihr trinkt und ich darf zugucken. Ja. Das sollte das ja, natürlich sein. Ja, aber es war mir immer wieder eine Herzensangelegenheit. Damals, als es anfing, hatte ich ein Gespräch mit dir, Roland, und mit dem Bürgermeister. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Da habt ihr mir zugetragen, Mensch, wir machen mal hier in der Gaststätte Maas eine Veranstaltung.
Und ich bin froh, dass es so weitergegangen ist und dass wir heute schon 4 Jahre darauf zurückblicken können. Ich finde das toll und drücke euch die Daumen, dass es weitergeht. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank an Familie Maas, an das ganze Team und dies natürlich für dich und deine Frau. Ja? »34 Siege, bepackt mit Muskeln schon. In der Szene nannte man ihn das Phantom. Wir haben ihn eingeladen und hier ist er denn. Welcome, Mr. Oetke! Willkommen, lieber Sven! Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll. Heute Abend mit Sven Oetke. Willkommen hier auf dieser Showbühne. Svenny Oetke. Er kommt ja gar nicht durch. Wahnsinn. Er muss sich ja erstmal den Weg hier durchboxen. Unglaublich. Komm einfach rein. Schön, dass du da bist. Sven, lange nie gesehen, mal wieder. Komm einfach zu mir und greif dir das Mikro. Boah. Magst du stehen, magst du lieber sitzen? Mir egal, das hast du dich halb hingesetzt, genau. Spielt auch keine Rolle, sonst hätten wir den... Hallo erstmal, ja. Alle miteinander, ich grüße euch. Das macht man so, oder? Richtig. Ein mega geiler Tag, ich muss sagen, diese Weltstadt Dinslaken hat mich herzlich begrüßt. Mittelstadt reicht schon, genau. Mittelstadt reicht schon. War schön. Also, hast du dich wohlgefühlt? Ja, ja, absolut. Fühl mich auch noch wohl. Ja, akribisch. Vita Oetke. Ja, Vita Oetke. Da steht wirklich Vita Oetke. Ja, genau. Curriculum Vita. Geil. So, Geburtsname Sven Oetke. Kampfname das Phantom. Da kommen wir gleich nochmal zu. Naja. Gewichtsklasse Super Mittelgewicht. Du bist informiert. Nationalität Deutsch. Ich glaube, ja. Wir sind fast ein Jahrgang, nicht ganz, aber so weit auseinander sind wir nicht. 3. Juni 67, ich bin Dezember 66. Du bist ein alter Sack. Geburtsort Berlin. Mir so, jetzt hat er Kampfstatistik. Jetzt hab acht. Kampfstatistik. Also wir reden jetzt natürlich nur vom Profi. Ja, ist ja klar. Langweilig. Aber Kämpfe hat er 34 Kämpfe gemacht. Siege 34. K.O.-Siege 6. Was schließt man daraus? Niederlagen 0. Also. Boah, Mathematik. Hat er alles. Hat er. Danke. Danke. Was sagt man dazu? Er ist ein Mathe-Genie. Ja. Respekt. Hammer. Wir können natürlich jetzt über die Olympiade reden. Das werden wir auch gleich nochmal machen. Über Barcelona, Atlanta und Seoul war das ja auch gewesen. Da hast du auch deine erste Frau kennengelernt. Aber trotzdem würde ich gerne anfangen, wie eben halt der kleine Sven da überhaupt dazu gekommen ist. Wir haben uns gestern Abend nochmal unterhalten können. Fußball war angesagt, aber ich das erzähle, sondern dass du es erzählst. Fußball war angesagt, noch ein paar andere Sportarten, aber dann ging es immer mal zum Boxen. Aber vielleicht kannst du da ja viel, viel mehr erzählen. Okay. Also ich erzähle jetzt. Ja, also angefangen hat alles mal mein Bruder, mein großer Bruder, der ist 4,5 Jahre älter, hat Fußball gespielt, weil damals haben alle Fußball gespielt, ne? Ist klar. Also klein Svenny auch, ne? Klein Svenny. Da war ich nicht schlecht. Der höchste der Gefühle war mal, In der E-Jugend war ich dann meiner zweiten Mannschaft. Das war schon ein großer Sport. Weil ich war so mehr so der, wie sagt man so? Genau, danke. So der Vorstopper. Damals gab es mal Vorstopper, ne? Ich war so der Vorstopper. Und technisch war ich halt nicht so versiert am Ball. Deswegen das viel mit Kraft, also viel ging's, mit Kraft ging es halt nicht so richtig vorwärts. Also haben wir das wieder gelassen. Und dann habe ich noch ein bisschen Leichtathletik probiert. Da war ich auch überall nicht schlecht, im Weitsprung, im Sprint, war ich alles so nicht schlecht. Also ich war ganz gut, aber war nichts, kein Burner bei sozusagen. Ja. Also bin ich dann durch Zufall, wirklich zu Zufall, das ist ein Klassenkameraden, der hat mich dann zum Boxen geschleift und dann mussten wir erst meine Mutti überzeugen, das war spektakulär, weil ich war dann ziemlich, ich war, heute sagt man vielleicht ADHS oder jeweils war... Du warst rege unterwegs. Ja, ich du war... Du warst rege unterwegs. Ja, genau. Also ich war halt, dazu muss man, also heutzutage würde ich sagen, wenn man drüber nachdenkt, ich meine, ich habe wahrscheinlich als Kind die Scheidung meiner Eltern nicht vertragen und habe meinen Frust aus der Situation wahrscheinlich nach außen getragen und habe wirklich jedem spüren lassen und habe, wenn mir ein Klassenkamerad seine Radio mich gegeben hat, dann habe ich halt
mir ihn genommen sozusagen. Also ich war nicht gut, war nicht so gut. Kurze Anekdote. Also ich habe es geschafft, aus dem Kindergarten rauszufliegen. Das ist meine Lieblingsanekdote. Ja, also weil ich halt... Oh, das ist schon früh. Deswegen musste meine Mutter also ihren Job an den Nagel hängen, weil Sven halt Betreuung brauchte. Ne? Deswegen. Betreuung. Ja, ist ja klar, du kannst ja als Kind nicht zu Hause alleine bleiben, musste also Mutti ihren Job an den Nagel hängen und dann, ja, also das war so meine Kindheit. Ne? Und ich war wirklich schon Hans Dampf in allen Gassen. Und ja, Fußball war nicht so der Burner, Leichtathletik war nicht der Burner. Und dann durch Zufall in der Oberschule spricht mich dann halt ein Klassenkamerad an und sagt zu mir, Sven, hast du nicht Bock mitzukommen zum Boxen? Also das war für mich, dachte ich mir, weil das war so ein Smarter, so ein Typ Schwiegersohn. Ne? Also der war einen halben Kopf größer wie ich, viel schmaler wie ich und ja, so mit Kragen. Also wie man sich halt so einen Schwiegersohn vorstellt, sag ich mal. Ne? Also, das war halt so, also so ein Schönling oder so? Nee, einfach ein korrekter, gerader Typ, so, sag ich mal. Ne? Also einfach so netter, der war echt klasse und ich war halt im ganzen Gegenteil. Ne? Also, dann dachte ich mir, wow, also ich war total vom Kopf gestoßen. Und für mich, also ich kannte keinen Ali oder so ein Zeug. Ne? Wer war Ali? Keine Ahnung. Also Boxen war nicht meins, keine Ahnung. Und jedenfalls mussten also meine Mutter davon überzeugen, dass ich zum Boxen gehen darf. Weil ich war halt ja, ich war ja schon schwierig, sag ich mal, schwierig. Also meine Mutter, oh Gott, willst du auch noch boxen? Das kann nicht sein. Dann meinte aber der Vater von Marc. Marc Steffens? Marc Steffens, ja. Genau. Nee, Freud, kein Problem, das ist ganz toll, das hilft dem Jungen und so weiter und so fort. Meine Mutter sich also irgendwann breitschlagen lassen, so viel, saß in meiner Küche bei uns am Tisch. Und mit dem Vater von dem Steffen. Von genau, dem Marc Steffen, ne? Sein Vater, ich und meine Mutter. Ne? Und dann, wenn ich das alleinerziehend, ist ja klar, Vater war weg. Und dann, ach, so Gott will, mach halt. Ne? Und das war halt, so Gott will, war halt einfach meine Rettung, muss man so sagen. Ja. Und es war einfach sensationell, weil der Erfolg hat sich brutal schnell eingestellt. Jetzt erzähle ich mal kurz, 82 habe ich angefangen zu boxen, Anfang 82, habe dann im Oktober meinen ersten Wettkampf gemacht und habe dann ein Turnier gleich gewonnen, bin dann nächstes Jahr gleich Berliner Norddeutscher und dritter Deutscher Meister geworden. Also bei den deutschen Meisterschaften habe ich noch beschissen. Also ich bin normalerweise schon im ersten Jahr schon Deutscher Meister geworden, dann bin ich 84 Deutscher Meister geworden. Was heißt beschissen? Na, da bescheißen beim Boxen. Da wird einfach der andere zum Sieger erklärt. Okay, aber das war jetzt. Das war, ja gut, aber das war jetzt. Geht das da nicht alles gerecht zu? Ja. Ist geht klar. Das da nicht gerecht zu? Also, willst du sagen, das war abgekartet? Nein. Okay, nächstes Thema. Nein, man muss dazu sagen, mein Finalgegner, der Hans-Georg Mieling ist da, Hans-Georg Mieling, will sie noch. Und der war halt schon Nationalmannschaft. Ja, und der war schon, das war von den Bayern. Die Bayern war halt sozusagen der Verband, der am meisten Leute gestellt hat, noch Nationalmannschaft auch schon. Und der war halt schon Nationalmannschaft. Und dann kommt so der kleine Svenny daher und hat ihm die Ohren verhauen, konnten sie nicht zulassen. Also war ich Verlierer. Okay. Und dann erst im nächsten Jahr. Wie gesagt, 84 bin ich dann Deutscher Meister geworden bei den Junioren. Und dann 85 bei den Senioren und so ging es dann los. Aber also die kam man nicht an dir vorbei, also die Leistung hast du gebracht. Irgendwann, da konnte man auch nicht mehr das wegbügeln. Ja. Und dann mit der Verbandschef hat noch gesagt, wie ich denn Deutscher Meister geworden bin, 85, bei den Erwachsenen sozusagen, bei den Männern, der Ort ist zu klein. Ja. Den können wir nicht, der ist zu klein, den geht nicht reich. Und das muss ich natürlich auch revidieren, ist ja auch klar. Und dann ging es da weiter. Vielleicht kannst du noch mal über deine ersten Erfahrungen Olympia Olympischen Spiele mal berichten. Die also waren in Seoul, meine ersten Spiele waren 88 in Seoul, ja? Und muss ich ganz ehrlich sagen, war der Burner schlechthin. Also das kann man sich nicht vorstellen, weil ich war halt Clint Svenny, ist ja klar, und zum ersten Mal bei so einem Mega-Event dabei und dann siehst du einfach alle, wie sie da sind. Ob nun Ben Johnson oder Moses oder weiß ich nicht, oder die ganzen Basketballer vom Dream Team, die waren alle da. Also das war einfach geil, weil du hast eine riesengroße Mensa und da war jeder, den du dir vorstellen konntest, den hast du da beim Essen getroffen. Ja. Das war einfach sensationell. Wenn du da als kleines Benny kommst, dann denkst du dir, oh, boah. Also das war hammergeil, das war sensationell. Und zu dem Zeitpunkt waren das ja auch schon ziemlich große Persönlichkeiten. Haben die dann mit euch auch gesprochen oder waren die so ein bisschen auch schon entfernt und abgehoben? Mein Englisch war und ist scheiße. Okay. Und deren Deutsch war dann auch nicht so gut, oder? Ja, ich glaube, da hast du wohl recht, ja. Sven, ja. Olympia,
War also ein Riesending, war nicht nur einmal für dich, war dreimal in deinem Leben. Ja. Und wann hast du deine Frau, wenn ich das mal ganz kurz ansprechen darf, deine erste Frau kennengelernt? War das bei der zweiten Olympiade? Bei der ersten schon. 88. Hm. Und dann aber sofort gesehen und fantastisch, Schwimmerin, das war ja eine große Schwimmerin, oder hat sich das entwickelt? Entwickelt. Kann man so sagen. Also, und dann auch natürlich. Ja, also die wohnt ja in Karlsruhe, ich wohnte in Berlin. Ja, das war so ein lockerer Kontakt, würde ich sagen. Ne? Also, das war okay. Ja. Und irgendwann war es halt mal ein bisschen fester, sag ich mal. 91 bin ich dann öfter mal in Karlsruhe. Ja, irgendwann haben wir beschlossen, okay, wir probieren es mal. Oft mit der Fernbeziehung war nicht so einfach. Ja. Dann haben wir die Macht und dann, tja. Aber du hast ja nicht nur Footprints, wie man das so sagt, hinterlassen, sondern du hast ja auch dann zwei Kinder da. Also diesen Druck, da hast du ja auch da gelassen, ne? Also Footprints? Ja. Ich bin 50 Jahre alt, mein Footprints. Also, wir geben das mal in wovon spricht der Mann? Helf mir! Ja, Hilfe! Footprints? Ja, Footprints. Ja. Fußabdruck, ja. Fußabdruck. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Ich wusste das bis jetzt auch gerade nicht, was das ist. Ja. Nee, Sven, also wir freuen uns riesig, und dass du erstmal hier bist, und du bleibst auch natürlich auch noch ein bisschen bei uns. Sind wir fertig? Kann ich gehen? Ja, nein, eben nicht. Ja. Denn wir werden dann nachher noch ein bisschen reden. Wir haben gerade angefangen, oder? Als nächsten, da geht ja noch weiter. Ne? Ich bin hier vor dem Turm gerade. Ja. Hallo. Ich bin im Tunnel, hallo. Oder haust noch einen raus, eine Anekdote, bevor wir den nächsten Talk haben. Jetzt hast du verloren. Jetzt haben wir, verloren. So. Ja. Applaus, Sven Ottke. Jetzt kommt er auch mal zum Trinken. Guck mal hier. Melvin, bist du versorgt? Noch ein Stolperknaben? Ja. Der schmeckt auch gut auf Eis. Es fühlt sich an, als würde mein Mund schwitzen. Ja. Von innen nach außen. Also hier kommt nichts an. Du bitte nicht nochmal. Naja. Was ist das? Also nein. Ich glaube nicht. Ich werde mich auch. Man kann es ja auch verbal erklären. Ja. Irgendein Kräuterscheiß oder? Roland. Natur pur. Also, was heißt das? Das kann ich. Vegan. Ja. Oh, der braucht kein Mensch. Nee. Hättest du mir das nicht vorher sagen können? Ja. Das ist genau. Manchmal denkt, das sind so geraspelte Fischgräten da drin oder sowas. Ich weiß nicht. Oder. Ich möchte aber noch mal eins fragen, Sven. Das passt nämlich jetzt zu dem nächsten Lied, was sozusagen ein kleiner Break ist zum Thema Boxen. Was hattest du bestimmte Einspiellieder, als du in den Kampf gegangen bist? Einmarschmucke. Einmarschmucker nennt sich das. Was hattest du da? Gab es da so oder unterschiedlich. Immer was anderes? Ich hatte einen Vertrag mit der Firma, mit der BMG. Wir haben halt immer Songs genommen, die halt versuchen, die dadurch promotet wurden sozusagen. Henry Maske hat ja auch was ganz Spezielles, glaube ich. Bei dir muss ich gestehen. Wie heißt der? Henry Maske. Henry Maske. Da, Wikipedia. Henry Maske, mit dem hast du auch schon gefightet, ne? Mit dem ihr wart ihr zusammen im Club gewesen. Ne? Und Marius Michalschewski, sprechen wir auch nochmal gleich drüber. Darius, Entschuldigung. Fangen wir mal an. So. Ich helfe dir gerne, wenn ich kann. Gut. Darum bist du auch hier, als Fachexperte. Ja. So, und wir haben jetzt mal, nicht wissend, was du für ein Einspielmucke hattest, haben wir uns mal gedacht, Melvin, jetzt hauen wir mal richtig in die Seiten. Einen raus. So, jetzt wird's richtig hart. Lass dich überraschen. Sag das bitte nie wieder. Ich weiß nicht, haben wir Metallica-Fans hier heute Abend? Ich nicht. Das klingt aber nicht so. Voice of the lights, heavy thoughts tonight, and they are so wide. The dreams of war, he's a lie, sees a dragon's fire, and the things that we buy. You leave my open, grab me a pillow tight, exit light, enter night. Oh. To never end.
aber jetzt halt heißen wir natürlich herzlich willkommen unsere Dienstlagner Größe. Wie immer musikalisch. Zwar haben wir keine Zeche, so wie die in Essen, doch ein Fantastival, daran kann man uns messen. Doch wer dahinter steckt, erklärt sich gleich näher. Ich ruf sie auf die Bühne, Frau Eickhoff, unsere Lea. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll mit Lea Eickhoff. Der Fanclub. Lea, du bist in Dienstlaken durchaus schon bekannt. Du bist ja die Geschäftsführerin von der Freilicht AG in Dienstlaken. Siehst du? So, der Boxer hier. So, genau. Wie war das? Kennt ihr das? Der Schweigefuchs, ne? Liebe Lea, du bewegst eine Menge und auf der Bühne, auf der Freilichtbühne, Burghofbühne geschieht eine Menge, aber du bist lieber im Hintergrund und bewegst da so einiges. Ist das deine Natur und warum bist du nicht so präsent? Du bist lieber im Hintergrund. Och, ich finde, die anderen machen das ganz gut. Also, es sind genug andere Leute da, die die Präsenz auf der Bühne lieben und die das dann auch machen können. Und wir hier von der Freilicht AG, wir machen das dann schön im Hintergrund und das macht ja auch eine Menge Spaß. Genau, und ich habe mal gedacht, die Lea mal einzuladen, weil über die vielen Jahre wird hier so viel bewegt, speziell Fantastival. Denn ich denke, solche Leute wie die Lea und auch das Team sind eine riesige Bereicherung für unsere Stadt, für die Weltstadt. Ja? Dankeschön. Und ich glaube, hier ist es ein schönes Forum, einfach auch mal darüber zu sprechen, was steckt hinter so einer Person, die auch eine recht große Verantwortung hat. Wie kamst du dazu? War das immer schon so deine Idee, Event zu machen, etwas zu bewegen, Visionen zu haben? Wie fing das an nach dem Abitur? Also mein Abi war erstmal schlecht und ich hatte mich für mehrere Studienplätze beworben und dann hat das nicht so geklappt, wie ich das wollte und hatte mich dann ein bisschen umorientiert und habe dann in der Event, ja müssen, aber war auch vielleicht gar nicht ganz so schlecht so, weil ich habe mich dann in der Eventbranche zurechtgefunden, habe meine Ausbildung, also so eine duale Ausbildung in Essen gemacht bei einer recht großen Eventagentur und das war einfach so eine tolle Schule und ja, man muss auch für die Eventbranche ein bisschen brennen, sonst schafft man es nicht am Wochenende oder die ganzen Wochenenden dann immer präsent zu sein und Überstunden in Kauf zu nehmen. Natürlich keine Mehrbezahlung, das ist dann halt so. Ich habe ein dickes Fell, glaube ich, und das braucht man da und ich habe mich da sehr schnell sehr eingefunden und es macht totalen Spaß. Das war dieses duale Studium. Genau. Mhm. Und das heißt, bist du diplomierte Eventmanagerin oder wie heißt dann dein Abschluss? Ich darf mich Diplom-Eventmanagerin nennen und Veranstaltungskauffrau von der IHK geprüft. Ja, ich finde, hat sie bis jetzt gut hinbekommen, oder? Ja. Und nicht nur gut hinbekommen, das hätte ich so flapsig gesagt, sondern das ist schon mit großer Ehrfurcht, weil ich weiß, da muss man ja erstmal diese große Ochsentour machen. Ne? Du musst dich erstmal beweisen, was kannst du. Das heißt, dann warst du erstmal Praktikantin oder du hast die Organisation gemacht, Regieassistenz etc. Wo warst du da überall? Also direkt nach dem Abi habe ich erstmal ein Praktikum beim perfekten Promi-Dinner gemacht und war übrigens beim Kollegen Arthur Abraham zu Hause. Kennst du nicht? Okay. Arthur Abraham. Ah, ich glaube, der hat eine Wikipedia-Seite. Du warst, also da ist man bei denen zu Hause. Ich meine, ich sehe es nicht immer, aber das heißt, vier Prominente laden sich gegenseitig ein. Genau, so ist es. Und dann sind wir als Drehteam dann zu allen, jeden Tag war ein Dreh und dann sind wir nach und nach zu den ganzen Leuten gefahren. Das habe ich ein halbes Jahr lang gemacht. Und das war ganz interessant. Da ist man ganz schön gut rumgekommen. Ja. War ein guter Einstieg ins Berufsleben. Ja, und dann kommst du in
Wohnungen von Prominenten wirklich rein. Das ist nicht gefaked, das ist alles echt. Und bei Arthur wird... Der Sven kennt die Hintergründe. Nein, das waren natürlich alles die Privatwohnungen von den Leuten und die haben auch alle selber gekocht. Arthur auch. Genau. Arthur auch. Würdest du denn auch mal nix kochen? Ich bin geborener Koch, ja. Nein, das muss ich festhalten. Ja, sag mal. Ich bin geboren, ja, ich kann kochen wie eine Sau. Also, ja. Wirklich. Großer Sport. Bin ich auch angefragt worden, weiß ich, aber man muss auch mal sagen können, Jungs, ja. Das finde ich halt ganz toll. Ja. Wie gesagt, ist ja aber alles original, klar. Ne? Und ich kann sagen, ich kann original nicht kochen, also lassen wir es. So, das ist ein Applaus wert für die Ehrlichkeit, oder? Okay, also dann warst du aber auch mit, ja, wer war da noch dabei? Also, Promis, klingt ja interessant. Welche Leute hattest du dann noch? Roberto Blanco. Ja gut, man musste natürlich, wir haben immer im Vorfeld so eine Dispo bekommen für die ganze Woche und du musst durchaus öfter mal im Internet recherchieren, wer das ist, aber... Ja gut, aber bei Roberto Blanco... Also Roberto Blanco, den kennt Roberto man doch, ne? Roberto Blanco kannte. Ah, ein bisschen Spaß muss sein. Er kann doch singen. Er hat zu mir gesagt, er kann nicht singen. Das wäre doch was hier, ne? Ja, wir waren noch letzte, die nicht da waren. Total schade, Wind, aber wir haben richtig gerockt. Wer war letztens bei Wind dabei? Wie war's? Super! Ah, es war richtig Hammer. Also, da hast du auch, den bezahlt? Nein. War der Fotograf, der ist immer dabei. Nee, gut, aber Roberto Blanco, alles auch gekocht, alles selber, auch selber, alles selber gemacht. Ja. Ja. Habt ihr gehört? Dieses Jahr war nicht so richtig überzeugend. Die Pause davor, ne? Gut, ich glaube, dass das Thema mit Promi-Dinner, das weiß ja, glaube ich, jeder. Man muss es sehen, man muss einfach dahinter gucken und einfach sagen, ich lasse mich da einfach jetzt von Entertainmenten oder was auch immer unterhalten. Und dann weiß ich, ich glaube es oder ich glaube es nicht. Und es ist einfach schön, vielleicht auch mal den Prominenten hinter den Kulissen beobachten zu dürfen. Aber du hast ja nicht nur sowas gemacht, sondern du hast dich weiterentwickelt. Und vor allen Dingen, du hast hier einige Leute hier auf die Freilichtbühne geholt, die Burghofbühne. Du hast ein großes Event, Stiel ist eine große Firma. Du hast ein Event reingefahren, wo ich gedacht habe, wer zum Teufel interessiert sich für Holz mit der Säge zu teilen? Ja, 1800 Leute. Die waren nämlich da. Ja. Wie ist das entstanden? Ja. Ich habe in der Zeit, in der ich in Essen gearbeitet habe, das Projekt Stiel betreut. Also Stiel war großer Kunde der Eventagentur die und wir haben Kettensäge, Motorsäge. Für die Damen, die keine Handwerker sind, ja, Kettensäge. Nennen Damen immer diese, also hallo. Ja, aber ich sag mal, wer? Also, viele Damen sind sehr handwerklich begabt. Ja, das will ich ja gar nicht. Ja, ja. Ich nicht. Also ich sehe im Baumarkt mehr Männer als Frauen. Sorry. Ja, du Schofi. Du bist halt nicht jetzt so oft bei den Kettensägen. Ja. Also ich finde, also ich glaube, der Moderator ist komplett raus. Spaziergang durch den Baumarkt ist doch klasse. Also finde ich super. Ja, ja, aber Stiel gibt es nicht im Baumarkt zu kaufen, weil das nämlich eine Qualitätsmarke ist. Ich habe Pressearbeit für Stiel gemacht. Das war ein ganz großes Ding. Also gibt es nicht im Baumarkt, gibt es beim Fachhändler. Aber gut, das war dann unser Projekt. Wir haben mit der Agentur die Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und deutschen Meisterschaften im Sportholzfällen ausgetragen. Da gibt es dann 6 verschiedene Disziplinen, in denen sich die Sportholzfäller messen. Und es ist irgendwie witzig. Und nicht nur das witzig, braucht sondern. Kein Mensch. Doch. Du siehst aber, 1800 Leute hat das interessiert. Ja. Ne? In der Mittelstadt Dienstlaken, da stehst du aber da. Ja. Also, ab und zu muss man mal die Fresse halten. Ja. Nein, guck dir das mal an. Ja. Ja, ja. Hab ich schon mal gesehen im Fernsehen, okay. Spektakulär. Aber eins der schönsten Projekte, und ich glaube, das hat dich auch sehr erfüllt, A40 Kulturhauptstadt.
Genau, also neben dem Kunden Stiel hatten wir auch Ruhr 2010 im Kulturhauptstadtjahr als Kunden und wir haben das Stillleben auf der A40 umgesetzt. Das war eine europaweite Ausschreibung und wir haben dann 1,5 Jahre für einen Tag gearbeitet. Wahnsinn, für die, die es, ich weiß nicht, wer war da auf der, sehr gut, 18. Juli 2010. Ja. Und das waren 60 Kilometer, die Autobahnen gesperrt wurden, 20.000 Bierzeltgarnituren, die aufgestellt wurden. Und da war natürlich ein ganz, ganz tolles Event. Und ja, das hat einen dann doch nachhaltig beeindruckt irgendwie. Und du sagtest 20.000 Bierzeltgarnituren, wo kriegt man die her? Da musste man ja eher um die recherchieren. Stiel. Ja, Stiel. Aus dem vollen Gesicht. 1,5 Jahre. Klappbar. Die Vorlage muss man verwandeln. Ja. Ja, du machst dich als Entertainer immer mehr, ne? Du hast mich hier hingesetzt, selber schuld. Alles gut, alles gut. Ja, aber du hast im Endeffekt habt ihr nachher die 20 Bierzeltgarnituren gekauft. So ist es. Die wurden extra dafür produziert und im Anschluss an die Veranstaltung dann auch verkauft. Wurden verkauft. Und die Plätze, es waren nachher mit der Anmeldung, es waren so viele, dass die Plätze verlost werden mussten. Also waren genau. So viele private Leute, die haben gesagt, ich möchte da einen Stand aufbauen, ja. Dass ihr den Platz gar nicht hattet. Richtig. Also da ging es ja auch darum, wirklich ein bisschen Kultur an den Tisch zu zeigen. Es hatten sich so viele beworben, wie wir das überhaupt gar nicht erwartet hätten. Und dann gab es eine Auslosung mit notarieller Aufsicht. Und dann wurden dann die Gewinner benachrichtigt. Und ja, dann hatten wir mit 3 Millionen Besuchern da sehr, sehr emotionales und tolles Event. Das war ja auch dann auch. Ja, und das ist. Und das sind eben halt so Sachen, wo ich gedacht habe, Mensch, das muss man auch mal kundtun, was dahinter steckt. Denn oftmals, egal welches Event hier in der Stadt oder auch außerhalb der Stadt, was dahinter steckt an Arbeit, an Vorbereitung, an Zeit, auch an Ärger oftmals, ja. Und nochmal ein Stichwort, ohne da jetzt Namen zu nennen, aber du hast ja hier Künstler rausgehauen. Du hast mir da nochmal vorgestern, glaube ich, die ganze Liste von Fantastival seit 1999, ja. Jährlich bis zu diesem Jahr. Also wir haben richtig große Nummern hier gehabt. Da kommen wir gleich nochmal dazu oder vielleicht kannst du dir auch... Finde den Zettel gerade nicht. Er findet den Zettel nicht. Dauert ein bisschen. Dauert ein bisschen, ne? Dauert ein bisschen. Ist der blaue. Melvin Schulz-Menningmann, darum bist du hier. Also, wir sind ein super Team hier. Nena, Milo, Leningrad Cowboys, Anastasia noch vor 2 Jahren, ja. So viele hier hingeholt. Wie ist das mit den Stars? Kommst du in Kontakt oder bist du dann nur mit der Agentur und musst da hart verhandeln? Also der erste Kontakt, der passiert nur über die Agentur. Da hat man mit den Künstlern selber eigentlich so gut wie gar nichts zu tun. Und es gibt Agenturen, die haben dann mehrere Künstler. Das heißt, wenn man sich einmal irgendwie Namen gemacht hat, hat man auch gute Chancen dann, dass derjenige uns dann auch an andere Künstler weitervermittelt. Ja, und das ist natürlich harte Arbeit, das ist ein langer Prozess. Und wir haben halt nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum und das ist schon, sind wir stolz drauf. Und jetzt muss ich ja auch dazu sagen, ich bin jetzt seit 5 oder 6 Jahren dabei, aber da steht die geballte Fantastival-Power. Und deswegen geht der Applaus auf jeden Fall in die Richtung. Ja, und ich würde jetzt natürlich gerne unseren Gast Yvonne de Baki auf die Bühne bitten. Ja, und wie immer musikalisch... Gleich kommt ne tolle Hübsche, die hat et vielleicht drauf. Da gehen bei uns allen die Augen ganz groß auf. Sie schreibt und spielt und managt das an jedem Tag. Ein herzliches Willkommen an Yvonne de Baak. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll. Ja! Yvonne de Baak! Schön.
schön, ein paar wiederzusehen hier. Ja. Hello, yeah. Wahnsinn. Hör mal, du könntest ja auch eigentlich so auch Eventmanagerin werden, so Vermittlungen von Prominenten. Ja, mittlerweile ne? schon. Ne? Erstmal du dich selber beim ersten Mal, das war 2014. Hans Meiser war auch bei. 2014? Warst du zum ersten Mal hier, ja. Und jetzt Sven Ottke. Ja. Ja, lohnt sich mittlerweile. Und macht's dir Spaß? Ja. I love you, baby. Wir wollen natürlich noch ein bisschen über dich reden. Wir kennen dich als Autorin, als Schauspielerin, als Charity-Akteurin und so weiter und so weiter. Unter uns Frau Dr. Pia, wie hieß du? Dr. Pia? Frau Dr. Pia Lassner, genau. Oh. Pia Lassner, ne? Hey! Ja, ja. Da hättest du dich auch gerne mal untersuchen lassen, oder? Aber definitiv. Also wenn du was brauchst, Robby, ne? Alarm für Cobra, der Funder, da warst du dabei. Und, aber mittlerweile ist auch deine Fähigkeit oder sagen wir deine Lust an Bücher zu schreiben, ist nicht gerade gering. Du hast ja, ich habe 10 Bücher geschrieben inzwischen. Wenn ich 2014 hier war, ich habe 10 Bücher geschrieben inzwischen. Ich habe hier nur 8 recherchiert. Ja, also Körpersprache, einfach nutzen. Das ja. Buch habe ich gelesen. Ernsthaft? Hat mir aber nicht geholfen. sieht man nicht. Nee, weiß ich. Sieht man nicht. Da ist was über Haltung drin. Hast du das gelesen, wie man sich gerade hinstellt mit dem Faden hinten rausziehen? Also wenn jemand Probleme mit Haltung hat oder so, der kann man sich einen unsichtbaren Faden denken, der hier hinten rauszieht und dann zieht er hoch, der Bauch geht rein, der Po geht rein und dann hat man eine gerade Haltung. Und ich hatte mal einen Coachee, der hat gesagt, ja, das ist Coachee heißt, also die Schüler, ich bin der Coach, das sind anders wie Coachees. Und der hat gefragt, wie kann ich mir das dann merken? Das ist ja schön und gut, aber im Alltag, ich kann mir einfach nicht merken, dass ich mich ständig gerade hinstellen soll. Es war ein Mann. Dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir so ein bisschen zusammentun. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Das war ein Wink mit dem Zaunpfeiler. Ja. Du klaust mir. Das ist jetzt auch für uns. Me too könnten wir auch langsam einschreiben, oder? So, die Damen wollen jetzt auch wissen, was ich zu dem gesagt habe. Ja. Ich habe zu ihm gesagt, hör mal, da dauert es ja meist ein bisschen länger, ne? Du denkst so ungefähr, sagen wir mal so 20 Mal am Tag an Sex. Jedes Mal, wenn du an Sex denkst, stellst du dich jetzt gerade und aufrecht hin. Dann bin ich auf eine Veranstaltung gegangen und sehe ihn hinten stehen. So. Und ich dachte schon, oh, super Coach Yvonne, hast du toll gemacht. Dann kommt er auf mich zu. Ja, aber war doch auch ein Blender, ne? Weil hat es ja wegen dir gemacht. Oder? Würde ich jetzt... Verbindung geschlagen. Du hast ja nicht gesehen, wie viele noch da waren, die so standen. Ah, okay. Dann hat es geholfen. Mama Trostbuch, du bist ja auch Mutter von 2 Kindern. Ja, gefühlte 27, ja. Gefühlte 27 Kinder oder 27 Jahre Kinder. Alt? Ja, 2 Kinder, 13 und 15, also fast 14 und 15. Ja. Pubertät, ja, super. Ja, beste und wie Phase. Gut, dass ich Körpersprache kann, weil das hört irgendwann auf mit dem Sprechen. Ne? Ja. Also ja. Am Anfang gibt man sich Mühe und Mühe und versucht, denen das Sprechen beizubringen. Irgendwann sprechen sie dann und dann nicht mehr. Wenn sie aus der Schule kommen, wie war es in der Schule? Evolution par excellence. Gut. Ja? Das gut. Einzige, das Einzige, wie war, wie war es in der Schule? Gut. Ja. Und? Ja. Ja. Ja, und? Ne? Hast aber das, weißt du, was hilft? Meine Tochter ist 8. Die sagt nicht mehr. Gut. Ja, aber das hat sie von dir. Das Einzige, was hilft, ist WLAN-Code ändern. Ah. Gut zu merken. Das war aber für mich, nicht für ihn. Mit der Frau kann man arbeiten. Ist eine gute. Aber das war bestimmt, Yvonne, das war bestimmt der Grund, dass du das Buch geschrieben hast, weil deine Kinder dich dazu animiert haben. Welches jetzt? Ja, beide. Es gibt ja auch noch Pimp Your Kid. Ne? Also jetzt nicht am Fenster, sondern... Ja. Ja klar, haben meine Kinder mich inspiriert. Also meine Kinder haben mich dazu inspiriert. Und mein Ex-Mann hat mich zu Mann zu verschenken inspiriert. Ja, das war das nächste Buch. Dann, und mein Ex-Mann hat mich auch zu 111 Gründe, einen Mord zu begehen, inspiriert. Oh. Lag es am Mann oder an der Frau? Ne? Also, ja, das steht ja nicht zu gar nicht zur Debatte, glaube ich. Ne? Ist ja egal, da gehören immer 2 dazu. Aber gibt es da ein Beispiel, wo du sagst, nicht, dass es der Mann gewesen ist, aber die vorlesewürdig? Ich habe eine Seite, die möchte ich euch gerne vorlesen. Also, da sind ja etliche Morde drin. Schwiegermutter wird umgebracht, die darf ein bisschen Putzmittel trinken oder eben Parkplatz wegschnapper. Aber hier habe ich mich eine Seite lang denen gewidmet, die einem das Leben zu Hause zur Hölle machen. Das kennt jeder von euch, der mit anderen Menschen in einer Wohnung oder einem Haus zusammenwohnt.
Männer? Einer sagt ja, nee, einer sagt okay. Ja. Okay. Es sind die. Also das Kapitel heißt, weil der letzte Klopapierblattnehmer und Nichtwiederauffüller den goldenen Arschkorken verdient. Da, wo Menschen auf engstem Raum zusammenwohnen, gibt es häufig Konfliktstoff. Die meisten Streitigkeiten lassen sich durch das Zusammenkommen in einem Stuhlkreis, um die Dinge auszudiskutieren, aus der Welt schaffen. Normalerweise kommt hier der erste Brüller. Stuhlkreis, ne, egal. Es gibt wir aber kennen das in Dienstlagen wahrscheinlich, ganz normal. Ja, schätze ich jetzt, ne? Läuft. Es gibt aber eine Sache, die jenseits jedweder Diskussion steht. Die Menschengattung, deren Existenzberechtigung in Frage gestellt wird, das sind die letztes Klopapierblattnehmer und nicht wieder Auffüller. Da wirft man sich mit zugekniffenem Schließmuskel in den rettenden Saal, reißt sich gerade noch rechtzeitig die Hose herunter und genießt seufzend die Erlösung. Beim Griff zum Toilettenpapier zieht sich der Schließmuskel plötzlich panikartig wieder zusammen, aber da ist es meist schon viel zu spät. Botelli jacta sunt. Die Würstchen sind geworfen. Während man sich entweder mit der Hose zwischen den Knöcheln hopsend und stolpernd auf den Weg zum Schrank macht, um das rettende Baumendprodukt zwischen seine Beine streichen zu können, malt man sich aus, welche Sanktionen man dem letzten Klobenutzer angedeihen lassen wird. Bilder vom goldenen Arschkorken bis zum Ansatz versenkt erscheinen vor dem inneren Auge. Wenn man im Schrank an der üblichen Klopapieraufbewahrungsstelle lediglich ein Staubabdruck darauf hinweist, dass dort üblicherweise ein Vorrat von Klopapier sein müsste, dann hat der letzte Blatt Klopapiernehmer sein Leben gänzlich verwirkt, wenn ich ihn erwische. Und er kann froh sein, wenn er seinen Kopf heil aus dem Flachspüler wieder herausbekommt. Yvonne, Charity ist jetzt ein harter Sprung, aber Charity ist ja bisschen. Gutes Tun ist auch einer deiner Vorlieben. Du bist in den letzten Tagen viel unterwegs gewesen. Ich habe gesehen, du hast viel gepostet. Mhm. Die letzten 3-4 Tage unterwegs mit Bunter Kreis. Bunter Kreis, ja. Das ist eine Organisation, die sich darum kümmert, den Geschwisterkindern von schwerkranken Kindern, die immer vernachlässigt werden, denen mal einen Tag Aufmerksamkeit zu geben, die zu begleiten, die ein bisschen zu unterstützen und auch die Familien zu unterstützen. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Ja. Oh, was ich übrigens sagen wollte zum Promi-Dinner, ne? Ich habe es ja gemacht. Ach. Und ich habe das mit der Übernachtung gemacht. Und das, wir waren alle in unserer eigenen Wohnung. Also ich habe gekocht und ich war in meiner Wohnung, ich war in meinem Haus und die anderen niemals auch. Ein Fake dabei. Niemals. Also in der Serie dann wahrscheinlich nicht. Aber worauf möchte ich hinaus? Charity, Gutes tun. Wenn es einem gut geht, auch mal an die anderen denken, das nicht zu vergessen, vielleicht auch woher man gekommen ist. Sven hilft, das steht auf deiner Kappe. Jo. Das hast du auch jetzt genutzt, weil du hast nicht vergessen, was in deinen jungen Jahren um dich herum passiert ist und hast gesagt, du möchtest etwas ins Leben rufen, was du mit dem Titel Sven hilft genannt hast. Was steckt dahinter? Das ist mein Verein Sven hilft. Und ich habe ja vorhin erzählt, dass meine Jugend und meine Kindheit auch so ein bisschen durchwachsen war und ich versuche halt immer heutzutage ein bisschen Kindern zu helfen, die ja auch so ein bisschen Probleme haben, sie anzupassen. Wir haben so ein Jugendheim in Storkow bei Berlin, was wir unterstützen, oder einen Boxverein in Leipzig. Also wir versuchen halt Kindern unter die Arme zu greifen, die halt zu Hause nicht mehr haltbar sind, in der Schule nicht mehr haltbar sind, weil sie sich halt komplett daneben benehmen und halt Mist bauen ohne Ende. Und ich glaube, dass bei solchen Kindern der Sport doch sehr weit helfen kann. Und denen halt so ein bisschen durch Sport den Weg zu weisen, glaube ich, ist ein guter Ansatz. Wenn wir zum Beispiel, einer von uns oder auch andere Leute jetzt sagen, das interessiert mich, wo kann ich Informationen herbekommen? Gibt es eine Internetseite, ja, wo natürlich ich spenden kann? Na klar. Die heißt Sven hilft im Internet. Korrekt, ja. Wichtig. Und hier in Dienstlaken geschehen ja auch viele und schöne Dinge. Und da darf ich nochmal fragen, wir hatten, glaube ich, im letzten, das Maß ist voll, ein bisschen Werbung gemacht bei Musik Ob de Deel. Richtig? Und da ging das in der Verbindung mit Rotariern und Lions und an die DLAG. Und da sind, jetzt bitte korrigieren, was ist richtig, 17.000 Euro rumgekommen. Stimmt das? 17.000 Euro. Also auch da nochmal ein großes Danke. Teile von euch haben das auch unterstützt für ein neues Boot, was gespart wird, was natürlich die 17.000
dafür gibt es nicht das Boot, was man sich halt, was man braucht. Aber nichtsdestotrotz, das ist auch eine Riesensumme. Und ich finde das toll, was hier in der Stadt passiert. Ich finde toll, dass es solche Leute gibt, die sagen, okay, ich vergesse das nicht, wo ich hergekommen bin. Oder ich sage, ich kann das abzweigen. Vielen herzlichen Dank für diese Information. Und da kommen wir jetzt nochmal zum Thema Freilicht AG. Vielleicht kannst du noch ein paar Worte nochmal zu sagen. Die ist als Aktiengesellschaft irgendwann mal ausgerufen worden und dann wurde kräftig geworben, Aktien zu kaufen. Genau so ist es. Also es war 1996, da kam hier eine Gruppe von Leuten, die im Burgtheater standen zusammen und sagten, Mensch, wir haben hier so eine Perle, das kann ja gar nicht sein, dass hier so wenig stattfindet. Wir machen jetzt einfach mal, wir meckern nicht, wir machen. Und das ist schon mal, finde ich, erstmal ein guter Grundzug. Und normalerweise würde man sich jetzt fragen, welche Gesellschaftsform nimmt man? Oft ist es ein Verein. Da waren aber dann ein paar Leute dabei, die sagten, hör mal, wir machen mal was Neues, wir machen eine Aktiengesellschaft. Und dann wurde halt groß die Trommel gerührt und die Dienstleugner wurden aufgerufen, Aktien zu kaufen. Und es kamen damals 150.000 Mark zustande von 430 verschiedenen Aktionären. Und ich finde das schon ziemlich cool zu sagen, ich bin Aktionär. Ne? Das hat ja auch nochmal mehr als ein Vereinsmitglied. Also das ist im Grunde auch das, ja, so ein bisschen die Philosophie der Freilicht AG, dass halt das aus einer Bürgerinitiative entstanden ist und dass hier alle für eine Veranstaltung zusammenkämpfen. Ob es Sponsoren sind, ob es die vielen Ehrenamtlichen, also wir haben 50 bis 60 Ehrenamtliche, ein paar davon sind hier. Das heißt, es ist halt einfach von den Bürgern, also ein bisschen für uns selber, damit wir hier sowas in Dienst haben. Von den Bürgern für die Bürger. Genau. Und das ist halt einfach an allen Stellen, es ist halt einfach schön zu sehen, dass da alle an einem Strang ziehen, ob es Sponsoren sind, die wir immer brauchen. Herr Hofacker nickt. Ja. Herr Wagner hoffentlich auch. Ah, ja. Herr Bürgermeister nickt auch. Ja. Siegerehrung, gib dir meine Siegerehrung. Ein kleiner Applaus, bitte. Ja. Bitte, ja. Ja, aber das ist ja auch gut. Es ist ein Zusammenspiel von so vielen Leuten, die sich auf irgendeine Art und Weise da engagieren. Ob es jetzt die Sponsoren sind mit dem, wie sie es können. Es ist ja nicht jeder Sponsor, der da jetzt die Tausende von Euros reinschiebt. Jeder, der irgendwie sich engagiert, kann auch mit kleinen Dingen helfen. Ja. Unsere Website wird umsonst gemacht. Ja. Wir kriegen manchmal, dass uns ein Sponsor einfach mal eine Anzeige bezahlt in der Zeitung. Das sind kleinere Sachen, die dann aber auch einfach helfen. Und das ist halt einfach schön zu sehen, dass jeder Bock aufs Fantastival hat und dass das dann auch schon so 20 Jahre dann bestehen kann. Ja, und das heute hier das Team und Lea Eickhoff, die Initiatorin und die Unterstützer und Sponsoren natürlich. Super. Vielen herzlichen Dank. So, was wir schon angekündigt haben, sind ja viele Kinder immer im Spiel. Ja, also jetzt vielleicht Melvin hat ja auch, ist auch Kind, bleibt immer Kind, egal wie alt. Und Mama ist immer Mama. Ja. Und egal wie der Sohn und die Tochter alt ist, die Beziehung zu Eltern ist immer eine etwas interessantere, wie gerade, wie war die Schule? Ja. Ja. Und, ja. Okay. Ja. Gut. Ich habe mich bemüht, fair zu bleiben. Deine Mutter hat Geschmack und sie hat nichts falsch gemacht. Als ihr Kind bist du echt top, es will nicht in meinen Kopf. Wie hat sie das nur gemacht? Geh nicht zu spät ins Bett, trink nicht zu viel Cola, iss lieber mal mehr Obst und fang mal an, nicht zu organisieren. Wie sieht dein Zimmer wieder aus? Vergiss das Zähneputzen nicht, sonst muss der Doktor wieder bohren und das ist echt nicht schön. Willst du, dass du so endest wie dein alter Herr? Schneid dir doch mal die Haare, wie siehst du denn wieder aus? Übst du auch noch Klavier? Was macht die Uni? Lernst du fleißig? Bist du brav? Ich kann's echt nicht mehr hören, aber was soll's, sie meint es gut. Ey, und dein Vater, ne? Geiler Typ. Mit dem Mann hast du echt Glück. Manchmal merkt's man's ihm nicht an, doch ist er stolz auf dich und dann weiß ich, hab ich nicht umsonst geübt. Auf jeden Fall, mein lieber Sohn, fahr innerorts nur 50, denn sonst kommt die Polizei.
Punkt. Hat mich nur selten interessiert, aber Eltern sind echt top. Eltern haben viele hier, hoffentlich. Ohne Eltern wären wir, wie wir sitzen, gar nicht hier. Also spendet euch selber mal fett Applaus. Auf geht's! Melvin! Melvin Schulz-Willingmann! Eine Bereicherung für dieses Format, wie ich finde. Hammer! Sven. Nein. Was sagst du dazu? Meinst du, deine Kinder würden... Der Typ ist Hammer. Ja? Meinst, ja, oder? Ist er doch, oder? Spektakulär. Ja, spektakulär. Schön, dass du bei uns bist. Und wir können bis nachher noch mal ein bisschen klönen hier. Da sind bestimmt noch viele Leute, die wollen dich sprechen. Ich weiß auch, hier ist ein ehemaliger Ringrichter, der... Haben wir schon. Heinrich Mümmert, ne? Den haben wir auch noch schon mal gesehen. Also die kennen sich und viele Leute haben im Vorfeld schon dich aufgesucht. Kommen alle bei von der Weltstadt Dinslaken, ja, ne? Schön, dass du bei uns bist, Sven Ottke. Die Zeit ist wirklich schon fortgeschritten. Trotzdem noch mal eine kurze Sache. KSL, halbe Treppe, auch da bist du unterwegs, nicht? Wie hieß denn? Okay, können wir trotzdem total Werbung machen? Total scheiße recherchiert, ne? Einmal mit Profis aber arbeiten. Aber sie auch ja, gute ja. Veranstaltung, sollte nein, man sich auch angucken. Sollte man sich natürlich auch angucken, aber... Das Arbeitsamt schickt ein Personal. Zum Thema Zentralwerkstatt, das hatte ich jetzt im Kopf. Zentralwerkstatt ist was für ein Projekt? Das ist jetzt so ein bisschen neu dazugekommen, wobei auch schon fast ein Jahr her. Wir haben nämlich nicht nur ein total schönes Burgtheater hier in Dinslaken, sondern wir haben auch Industriekultur. Auf dem ehemaligen Zechengelände ist eine alte Industriehalle, ja im Dornröschenschlaf, wie damals das Burgtheater. Und dessen haben wir uns jetzt so ein bisschen angenommen als Freilicht AG und bringen da Veranstaltungen rein. Haben erstmal, mussten uns natürlich erstmal ein bisschen ja, mit dem Sicherheitskonzept, dem Brandschutzkonzept und allen Auflagen vertraut machen. Und das ist geschehen und jetzt kann man da Veranstaltungen besuchen. Wir hatten ja, verschiedenste Sachen dort und werden auch weitermachen. Ein Thema, wie hieß das? Nicht Kabale und Liebe, sondern? Randale und Triebe. Ja, also das ist auch... Das ist eine Partyreihe und ja, ja, wir haben ein Streetfood-Festival, die Extra-Sheet ist nächstes Jahr wieder da, ja, das Public Viewing ist dort. Ja, verschiedenste Sachen. Es lohnt sich immer, kann man gerne mal auf zentralwerkstattzecheloberg.de sich anschauen. Genau, auf googeln. Lea Eickhoff, schön, dass du bei uns bist. Und das Thema abschließend, Mutter von zwei Kindern ist kräftig, du bist viel unterwegs, aber die sind alle irgendwie selbstständig, die kriegen das hin, die machen sich selber gute die Brote. Es gibt gute Heime. Das ist so, das ist ja... Die ich unterstütze, ja, ist ja klar. Ja, da schließt sich doch der Kreis, ist doch alles gut, ne? Das heißt, du hast immer noch Zeit, du findest sogar Zeit jetzt, und das ist der letzte Punkt, Wahlkampfmanagerin warst du jetzt gewesen, wo? Ja, ich habe einen Bürgermeister zum Bürgermeister gemacht. Nee. Von einer... Hier. Habt ihr das gehört? Dr. Heidinger. Wann ist er? 2020. Dann klappt das vielleicht ja, wieder. Ja, ich spreche gleich mit ihm. Festhalten. Ja, ich habe einen Bürgermeister zum Bürgermeister gemacht. Ja. Nein, das ist ganz falsch, weil ich habe einen, der noch nicht Bürgermeister ist. Ah, das ist ein Eser. Hast du einen Eser? Ja. Ihr habt es auch gehört. Ja. Komm, ihr habt's gehört. Aber es hat dich nicht abgeschreckt. Du willst es nochmal, wenn man dich fragt, nochmal anbieten. Das kommt, das kommt wirklich auf die Person drauf an. Ja, okay. Also wenn ich nicht mit der Person funktioniere, es ist natürlich auf keinen Fall aufs Geld. Nein. Ey Baby, da also verdient man echt nicht gut. Ein Multitalent, Yvonne de Barck heute hier bei uns. Zum Wechseln, das Maß ist voll. So. Und wir freuen uns, dass ihr heute bei uns seid. Und abschließend gibt es immer von den neuen Pächtern, dem Axel, dem Gerd und dem Ludger, ein kleines Präsent. Und dann denke ich, dass der Axel das schon vorbereitet hat. Und der Axel bahnt sich jetzt den Weg nach vorne. Ist denn schon Weihnachten? Ja, ist denn schon Weihnachten. Denn da möchte ich, bevor der das jetzt nochmal verteilt, auf die Maßflanke nochmal hinweisen. Denn am Sonntag, den 3.12., 15 Uhr, ist hier die zweite Maßflanke. Und wer sich für Boxen, Golfen, Schwimmen, Mikado, Hallen-Mikado interessiert, ist nicht...
da wird es nicht interessant. Es geht um Fußball. Also alle Leute, die hier Fußball begeistert sind, Teddy de Beer, Manny Buchs, Müller, Florian Kringel, Thomas Drothbohn und viele andere Fußballspieler sind am 3.12. 15 Uhr hier vor Ort. Seid herzlich willkommen. Und jetzt hast du nochmal das Wort, lieber Axel. Ich wollte auch sagen, das Eintrittsgeld wird den Kindern des TV Jahn Hiesfeld gespendet. Das heißt also, die haben auch was davon. Also Kinder scheinen wohl immer im Mittelpunkt zu sein. Und wir das haben ist gut für so. Unsere mit Recht. Sven, wir haben für unsere drei Gäste noch etwas Nachhaltiges vielleicht. Wir haben uns nämlich überlegt, so ein Bierkoch oder irgend sowas, das kriegt da genug Blumen, habt ihr auch genug. Wir haben hier so eine kleine Münze, so eine Medaille von dieser Kneipe, wo ihr heute zu Gast wart. Und zwar Maß die kultige Kneipe. Da steht so ein bisschen über die Geschichte der Kneipe drin. Vorne ist die Münze, da ist das Haus hier mit abgebildet auf der Rückseite, damit ihr eine kleine irgendwann an Dienstlagen habt. Da ist das Stadtwappen von Dienstlagen drauf. Und vielleicht erinnert ihr euch irgendwann, wenn ihr euren Schubladen kramt, so, ach ja, in der Weltstadt Dienstlagen war ich aber zu Gast. Ah. Vielen herzlichen Dank. Liebe Lea, einmal bitteschön. Ich habe auch so eine Schutzhülle für dich. Bitteschön. Yvonne hat schon. Und mit Sven, den tollsten Gästen der Welt. Ja, genau. In der Weltstadt. Dienstlacke! Schön, lieber Sven. Vielen Dank, herzlichen Dank. Ich könnte dir noch ein bisschen verpacken und schönen Dank, dass ihr da wart. Danke. Gut, vielen herzlichen Dank. Ja, und damit ist das 16. Maß ist voll beendet. Es geht nächstes Jahr weiter. Wir freuen uns riesig. Alle die Unterstützer haben wir schon mal genannt, aber nochmal ganz speziell, Kai Daubermann wird etwas zusammenschneiden, das werden wir in YouTube, auf Facebook, auf Das Maß ist voll finden und Dirk Pöter wird die besten 365 Fotos posten in den nächsten Tagen, denke ich mal. Und wir freuen uns und wer noch nicht geliked hat bei Das Maß ist voll im Facebook, der kann das gerne tun. Der wird immer informiert, denn es geht weiter und hoffen wir 3 bis 4 Mal im nächsten Jahr. Guten Abend, ihr Roland Donner. Yeah. Danke, dass du da warst. Roland, wir lieben dich. Deine Mutter hat Geschmack und sie hat nichts falsch gemacht. Als ihr Kind bist du echt top, es will nicht in meinen Kopf. Wie hat sie das nur gemacht? Geh nicht zu spät ins Bett, trink nicht zu viel Cola, iss lieber mal mehr Obst und fang mal an, nicht zu organisieren. Wie sieht dein Zimmer wieder aus? Vergiss das Zähneputzen nicht, sonst muss der Doktor wieder bohren und das ist echt nicht schön. Willst du, dass du so endest wie dein alter Herr? Schneid dir doch mal die Haare, wie siehst du denn wieder aus? Übst du auch noch Klavier? Was macht die Uni? Lernst du fleißig? Bist du brav?